Einen schönen guten Abend aus Prag, Freunde. Der Europa League, Achtelfinale, Quali. Sparta Prag gegen Galatasaray ist auch ein Rückspiel in Prag. Und wir sind heute in Tschechien, Freunde. Natürlich für Galatasaray heute. Und ja, Freunde, es wird ein dreckiges Spiel, das kann ich von Anfang an sagen. Das Hinspiel ging 3-2 in Istanbul aus und war sehr spannend. Und heute wird es auch sehr dreckig und spannend. Aber ich glaube an uns, Freunde. Dieses Buch lügen bitte Regis. Wir machen das heute. Jetzt schon mal ein Like, ein Abo da. Folgt mir auf Instagram für die neuesten Stories und News. Und wir sehen uns dann im Fanshop, Freunde. Ja, aber das schaut von außen einmal. Die Epit Arena. Da, wo es heute Abend krachen wird. Hier ist der Fanshop. Sparta, geh einmal rein. Klein, aber fein. Einmal das Sparta-Trikot hier. Dann ein paar Dinger hier, T-Shirts, Trikots. Dann nochmal hier. Alle drei Trikots. Gelb, Rot, Schwarz. Ja, voll, das war der Fanshop hier aus Prag. Let's go, Freunde! Oh mein Gott! Wow. Alter, ist das geil, ja, zum Glück! Wow. Let's go! Fernando benim aşkım be, adamım benim. Yamena, Yamena. Aslanlarım benim lan. Berkan Junge, gönd uns mal Bina, Digga. Mertens. Chelsea!
Kapitan, Philipp! Oh, weiter Männer, weiter unser Spiel. Yes.
Bravo für 6 Minuten, Alter! Halbzeit, Gala 1, Sparta 1. Wallah, spannende Halbzeit, ja. So, Freunde, zur Halbzeit steht 1-1. Ein spannendes 1-1. Viele Aktionen, viele Fouls, Aggression von den Fans sind ohne Ende da, Digga. Ja, kann alles passieren zum offenen Spiel. Hätte ich auch noch wieder Match da. Schon gehe ich an den Match. Ja, ich würde sagen, Gala macht noch eins und dann haben wir Ruhe. Weil wir haben gerade 1-0 Vorsprung. Wenn wir 1-0 machen, dann ist Feierabend, denke ich. Aber er ist sehr spannend auf jeden Fall. Sparta spielt auch echt krass. Aber ja, Freunde, ich würde sagen, auf ein gutes Spiel, Aja Sumatschi. Und die zweite Hälfte beginnt Hadinan. Fantastisch, oh mein Gott! Was war das, Bro? Scheiße!
So, Freunde, das war's mit dem Vlog. Aber ich bin Demek istemiyorum. Ich will auch nicht reden. Kendiniz gördünüz, ihr habt selber gesehen. Digga, was war das? Allah, rote Karte war Ende. Na, ab der roten Karte war Ende. Ja, ich habe keine Worte, weil ich bin kaputt. Ich bin 9 Stunden gefahren nach Prag und ja, ich war bei jedem Auswärtsspiel dabei dieses Jahr. Das Ende war heute, das Ende ist gekommen. Und ja, ihr seht mich, ein zerstörter Mann, der ist kaputt. Ich wurde von Prag-Fans auch noch, die haben mir die Hand hochgegeben, Digga, nach dem Spiel. Machen Bilder mit mir, Bruder, da macht fotografiert mich auch ein Kameramann irgendwie von, keine Ahnung, wen es wird im Internet sein, das weiß ich. Ja, Freunde. Das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da, aktiviert die Glocke, folgt mir auch auf Instagram, Freunde. Instagram-Betrag hier immer noch mal hin. Und ja, haut rein.